Du möchtest ein Bild mit einem Text versehen oder vielleicht eine Grußkarte machen oder eine Geburtstagseinladung. Und jetzt möchtest du mit Lumina Neo Text einfügen. Eigentlich geht das nicht. Eigentlich heißt vielleicht aber doch. Und das zeige ich dir in diesem Video. So, und da Lumina keine Möglichkeit hat, selber Schriften da zu erzeugen, müssen wir einen kleinen Trick anwenden. Ich nehme hier ganz normal Word, dann Satz geschrieben. Ich müsste jetzt dafür allerdings noch einen schwarzen Hintergrund haben. Also gehe ich nochmal in Einfügen, Formen, mache ein Viereck dahin, dass ich schwarz mache und sage jetzt innerhalb des Vierecks hinter den Text. So, jetzt habe ich die Schrift auf schwarzem Hintergrund und jetzt mache ich es mir ganz einfach. Ich nehme hier das Snipping Tool, was bei Windows dabei ist, und schneide einfach diesen schwarzen Hintergrund und den Text aus. Und das speichere ich mir als Bild einfach ab. So, und hier habe ich jetzt ein Sonnenuntergangsfoto. Zudem füge ich die weitere Ebene hinzu, und zwar das, was ich jetzt da eben ja abgespeichert habe. Klick das an und dann ist das als zweite Ebene dabei. Das setze ich jetzt irgendwo hin, wo ich es gerne hinhaben möchte. Ich mache es mal hier so hin, schiebe es in die Mitte. So, und jetzt, damit wirklich nur die Schrift erscheint, gehe ich hier auf Aufhellen. Und damit ist das Schwarze weg, der Hintergrund, und nur noch die Schrift zu sehen. Und die kann ich jetzt natürlich hier auch in dem Bild so verschieben, wie ich es möchte. Und somit haben wir über einen kleinen Umweg einen Text in das Foto eingefügt.